Hallo, grüß euch. Heute das Thema Bestandskundenmanagement bzw. Kundenwert. Ja, völlig unterschätzt in vielerlei Hinsicht und auch bei vielen, vielen Unternehmen, mit denen ich zu tun haben durfte in der Vergangenheit und teilweise auch immer noch zu tun habe, ist das Thema Kundenwert. Und es gibt eigentlich letztendlich nur drei verschiedene Möglichkeiten oder vier sind es eigentlich, wie du einen Kundenwert steigerst. Das ist letztendlich über Preiserhöhungen. Das ist meistens mit einem Problem verbunden, ja, weil letztendlich der Anker dann gesetzt ist auf einen gewissen Preis und dann musst du das rechtfertigen, begründen und so weiter. Also nicht ganz so einfach, trivial in Dienstleistungs-IT-Sektoren und so weiter. Der zweite Punkt ist neues Produkt. Irgendwas Neues, ja, was du dann als Cross-Upsell verkaufen kannst, ist manchmal schwierig, weil man da ja auch gewisse Expertise haben muss. Ne? Das muss sich ja auch nicht, kann nicht irgendwas sein, einfach irgendein Produkt. Ja, und dann die zwei weiteren sind die Haltedauer. Letztendlich, wie lange du was von diesem Kunden hast. Ja? Hast du den Kunden eben nur projektbezogen oder geht es eben sozusagen in Endlosprojekte rein oder über mehrere Monate, Jahre hinweg vielleicht sogar? Ja, oder vielleicht sogar hingegen unendlich theoretisch. Ja? Das ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor, den solltest du dir auf jeden Fall überdenken. Und der vierte ganz, ganz wichtige Faktor ist Empfehlungsmarketing. Also, dass du deinen Kunden sozusagen fragst, ob er proaktiv für dich Empfehlungsmarketing betreiben kann, beziehungsweise du dort eben entsprechend werthaltige Bewertungen oder Testimonials per Video, per Text, wie oder alles zusammen, ja, dir einholst und die dann dazu verwendest. Das ist, gehört auch zum Thema Kundenwert dazu. Ja, ein Kunde, der dich sozusagen promotet, der als sozusagen Marketinginstrument für dich und dein Unternehmen fungiert, steigert den Kundenwert dieses Kunden eben enorm. Ja, also du kannst dann mal über einen Kunden, mit dem du, sagen wir mal, 100 Einheiten verdienst, ja, der dich aber, sagen wir mal, im Markt promotet, ja, weitere 1000 Einheiten, also 10 mal mehr mit Sicherheit oder vielleicht sogar 20 mal mehr, 2000 Einheiten über einen gewissen Zeitraum hin verdienen, ja, dass du 10 bis 20 Neukunden gewinnst aufgrund einer Empfehlung. Ja, das soll es gewesen sein für dieses Video. Und dann sehen wir uns im nächsten. Bis dahin. Und wenn du Bock hast auf eine Zusammenarbeit oder vielleicht auf mehr Videos, ich habe aktuell noch zeitlich begrenzt ein paar einen kurzen Online-Kurs, den du dir holen kannst, wenn du dich hier unten einträgst auf meiner Seite klein-marketing.com. Dann bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Video. Happy Hunting. Bye bye.